das Zitat von Ludwig Marcuse, gepriesen sei der Zufall, er ist wenigstens nicht ungerecht, macht uns hier drei Produkte der Evolution deutlich, in denen die Zufallseffekte am Ende stehen. Am Anfang stehen zunächst mal Adaptationen. Das sind vererbte und verlässlich sich entwickelnde Merkmale, die durch natürliche Selektion entstanden sind und Überlebens- oder Fortpflanzungsprobleme während der Evolution lösen. Die Nabelschnur ist ein Beispiel dafür. Das hat sich entwickelt, weil es die Versorgung des Embryos mit Nahrungsmitteln, mit Immunstoffen und anderen wichtigen lebensförderlichen Elementen fördert. Das ist eine Adaptationsleistung. Abfallprodukte von Adaptationen. Das sind Merkmale, die keine adaptiven Probleme lösen, kein funktionales Design. Sie entstehen im Zusammenhang mit Adaptationen. Sie sind Byproducts. Zum Beispiel der Bauchnabel. Der Bauchnabel ist unter evolutionärer Sicht überhaupt nicht überlebensrelevant. Er ist ein Abfallprodukt aus der Tatsache, dass wir eine Nabelschnur besitzen. Oder besessen haben. Wir besitzen sie nicht mehr. Zufallseffekte, das sind plötzliche Veränderungen der Umwelt und Unfälle während der Entwicklung, die zu zufälligen Mutationen führen. Die Form des Bauchnabels, das ist so wie Unsauberheiten im Glas einer Glühbirne. Zufälle, die nicht wirklich überlebens- und fortpflanzungsrelevant sind. Aber aus Zufallseffekten schöpft die Evolution natürlich manchmal Überlebensvorteile. Kommen wir zu den Methoden und Befunden der evolutionären Psychologie. Das ist natürlich schwierig, wenn Sie Evolutionspsychologe sind, müssen Sie sich verschiedener Quellen bedienen, weil die Evolution so viel verschiedene Mechanismen betreibt. Wir gucken uns hier mal ein paar dieser Quellen an. Das erste ist der Speziesvergleich. Zum Beispiel hat man bei verschiedenen Spezies untersucht, wie sieht das Spermavolumen eigentlich aus? Und tatsächlich wurde gesagt, die Spezies, die Promiskuität praktizieren, also viele Geschlechtspartner nutzen, um sich fortzupflanzen, haben ein höheres Spermavolumen als monogame Spezies, die es tatsächlich nicht nötig hat. Die kann sozusagen mit geringeren Spermamengen sicherstellen, dass sie sich fortpflanzt. Das ist bestätigt worden. Der Vergleich von Männern und Frauen ist eine zweite Methode, mit der man in der Evolution interessante Dinge hervorbringen kann. In der Evolutionspsychologie, wir werden gleich sehen, das geschlechtsspezifische Muster der Eifersucht ist hier ein interessanter Belegfall. Vergleich von Individuen innerhalb einer Spezies. Hier wird das Beispiel der Abtreibung und Fehlgeburten betrachtet. Die Hypothese wäre, dass jüngere Frauen sich dieses Verhalten eher leisten können als ältere Frauen. Als jüngere Frau hat man sozusagen noch mehr Möglichkeiten, später sich zu reproduzieren und hat deswegen eine andere Haltung zur Abtreibung, hat sicher auch eine andere Einstellung zu Fehlgeburten. Das ist ein ganz interessanter Hinweis, der hier aus der Untersuchung einzelner Individuen innerhalb einer Spezies resultiert. Schließlich Vergleich eines Individuums in verschiedenen Kontexten. Hier ist zum Beispiel ein Fall zu nennen, Intervention bei einem Jäger, der Siriono, die leben in Ostbolivien. Der hat seine Frauen immer an bessere Jäger verloren und war ganz enttäuscht. Nach einem Training mit Schusswaffen hatte er mehr Erfolg und hatte damit auch mehr Frauen. Der Jagderfolg war sozusagen die Bedingung dafür, mehr Frauen zu erhalten. Ein Individuum in verschiedenen Kontexten, in einem erfolglosen Jagdkontext und in einem erfolgreichen Jagdkontext. Und wir sehen die direkten Konsequenzen. Experimentelle Methoden sind in der evolutionären Psychologie natürlich besonders gerne gesehen. Nicht so einfach, aber man kann das auch versuchen. Hier ist als Beispiel angeführt die In-Group-Kohäsion.
eine Drohung von außen erhöht die Kohäsion und damit die Favorisierung der eigenen Gruppe. Das ist bedrohlich. Man kann bedrohliche und nicht bedrohliche Situationen vergleichen. Stellen Sie sich zum Beispiel eine anonyme Gruppe während der Busfahrt zur Universität vor. Da stellt sich Ihnen ein Autofahrer in die Quere und behindert den Bus beim Fahren. Die gesamte Besatzung des Busses, alle Leute, die im Bus sind, fühlen sich in dem Augenblick bei der Bedrohung von außen, wir kommen nicht weiter wegen dieses Idioten, der da vor uns quer steht. Und damit entsteht die Kohäsion in der Gruppe. Im Bus gegen den einen Autofahrer da draußen, ja, das ist gerade in bedrohlichen Situationen, bildet sich plötzlich eine Gruppe, eine kohäsive Gruppe, die vorher überhaupt gar nicht existiert hätte. Natürlich, wir im Bus gegen die draußen, das entsteht vor allem in einer bedrohlichen Situation. Ja, das ist ein interessantes Muster, das kann man natürlich untersuchen. Datenquellen für den Evolutionspsychologen sind zum einen archäologische Befunde. Man guckt zum Beispiel, wie sich das Gehirnvolumen entwickelt hat, was für das Überleben der Spezies ja nicht unwichtig ist. Die Ernährung, auch nicht unwichtig. Todesursachen, die man genauer analysiert. Das sind archäologische Befunde, sehr schwierig. Heute mit modernen Methoden geben die manchmal etwas her, was man nicht für möglich hielt, aber das ist ein Bereich, in dem die Psychologie nicht sehr stark ist, weil wir da nicht die Fachleute sind. Daten aus Jäger-Sammler-Gesellschaften. Hier sind zum Beispiel ethnologische Studien interessant. Hilde und Kaplan wird hier angeführt. Erfolgreiche Jäger profitieren nicht direkt vom Jagderfolg, sondern teilen die Beute mit der Gruppe und dafür erhalten die Kinder dieser Jäger mehr Zuwendung und sind gesünder als die Kinder von nicht erfolgreichen Jägern. Hochinteressant. Beobachtungsstudien. Auch hier Ethnologen, die Feldstudien machen, sind da ganz hilfreich. Anthropologische Studie von Flynn 1988 in Trinidad. Männer mit fruchtbaren Frauen treiben mehr Mateguarding als solche mit wenig fruchtbaren Frauen. Mateguarding heißt, ich schirme meine Frau von anderen Konkurrenten ab. Ja, ich verhindere, dass sie flirtet mit dem Nachbarn, weil ich, wie gesagt, die Fruchtbarkeit meiner Frau selber nutzen möchte. Selbstberichte sind auch eine Datenquelle. Zum Beispiel die sexuellen Fantasien von Männern im Vergleich zu sexuellen Fantasien von Frauen. Da gibt es zahlreiche Unterschiede, die man auswerten kann und die evolutionspsychologisch sehr interessant zu interpretieren sind. Lebensgeschichten und öffentliche Aufzeichnungen. Lowe 1991 hat Daten über Heiraten und Scheidungen in Schweden über 400 Jahre analysiert. Das zeigt zum Beispiel, je älter der Mann, umso größer ist der Altersabstand zur Braut. Das heißt, ganz alte Männer suchen sich deutlich jüngere Frauen und nicht gleichaltrige alte Frauen, wenn sie heiraten. Das passt zur evolutionären Psychologie, zum Gedanken des Reproduktionserfolges, der das Individuum natürlich steuert. Menschliche Produkte sind eine letzte Datenquelle, die hier genannt ist. Pornografie für Männer, Regenbogenblätter für Frauen. Wir sehen, dass ganz bestimmte Produktlinien speziell auf Männer abheben, während andere Produktlinien speziell Frauen ansprechen. Auch das ist sehr interessant und zeigt, da gibt es offensichtlich unterschiedliche Bedürfnisse. Generieren und Testen von evolutionspsychologischen Hypothesen kann auf zwei Arten erfolgen. Einmal theory-driven top-down von oben nach unten oder aus den Beobachtungen observation-driven bottom-up. Strategie 1 könnte zum Beispiel sein, dass wir aus der Parental Investment Theory, wonach Frauen wegen des größeren Investments selektiver bei der Partnerwahl sind als Männer, dass wir daraus ganz bestimmte Vorhersagen ableiten. Zum Beispiel, dass sich Frauen mehr Zeit nehmen als Männer und strengere Standards anlegen, bevor sie sich auf Sex einlassen. Das ist
Parental Investment. Die Frau hat das größere Investment, der Mann ist sozusagen da gar nicht so betroffen. Und tatsächlich kann man in Studien zeigen, dass die Zustimmung zu Sex bei Frauen länger dauert als bei Männern. Bei Männern geht das meist sehr schnell. Observation-driven. Männer legen bei der Partnerwahl größeres Gewicht auf das Aussehen als Frauen. Die Annahme dahinter ist, dass das Aussehen in früheren Zeiten Hinweise auf die Fruchtbarkeit enthält. Wenn sie kaputte Zähne haben und eine runzelige Haut und vielleicht pickelige Gesichtszüge haben, dann sieht das so ein bisschen aus, als könnte da Krankheit im Hintergrund drohen. Und tatsächlich kann man zeigen, dass Männer Frauen mit einem niedrigen Waist-Hip-Ratio, das ist ein Fruchtbarkeitskorrelat, das Verhältnis von Hüfte zu Taille, dass dieses niedrige Waist-Hip-Ratio Attraktivitätsurteile von Männern stark beeinflusst, offensichtlich Fruchtbarkeitskriterien im Hintergrund eine Rolle spielen könnten. Man muss das vorsichtig sagen. Das sind Hypothesen. Die integrative Funktion evolutionspsychologischer Theorien, das interessiert uns als Wissenschaftstheoretiker natürlich durchaus. Integral sind Forschungen dann, wenn sie tatsächlich verschiedene Dinge integrieren. Und wir sehen hier aus dem Konzept der inklusiven Fitness von Hamilton, gibt es einmal das Differential Parental Investment Modell, dass Frauen zum Beispiel ein anderes elterliches Investment leisten als Männer. Das sind hier die unterschiedlichen Aspekte, hier der Frauenzweig, hier der Männerzweig, und dass die Kin Selection, die Verwandtschaftsverhältnisse zum Beispiel erklären können, elterliche Fürsorge, aber auch Altruismus bei Geschwistern und Familienangehörigen, und warum es bei Stepfamily, also bei Stiefkindern, eher zu Gewalt kommt als bei den eigenen Kindern. Das sind interessante Beobachtungen. Ja, Evolutionary Psychology, Cognitive Science and Dynamical Systems. Das ist der Versuch, hier integrative Theoriebildung auf der Basis evolutionspsychologischer Theorien herzustellen. Übergreifender Fitnessgedanke, inklusive Fitness, integriert Theorien von untergeordneter Reichweite und bildet damit eine wunderbare Basis. Forschungsbereiche der evolutionären Psychologie: auf der einen Seite Überlebensprobleme, Futtersuche und Futterauswahl, Unterkunft und Umweltgefahren, das ist ein wichtiger Bereich. Reproduktionsprobleme, männliche und weibliche Kurz- und Langzeitstrategien. Probleme der Eltern und Verwandtschaft, das ist die Vaterschaftsunsicherheit. Gedanken der inklusiven Fitness, Eltern-Kind-Konflikte, das resultierte aus diesem ganzen Bereich. Und Probleme des Zusammenlebens, das Verhältnis von Kooperation zu Aggression. Geschlechterstreit, das sind interessante Punkte.